Folge 8 von A Plague Tale. Moin, hier ist der Angelus. Ich begrüße euch zurück zum Let's Play. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für den Daumen hoch in der letzten Folge. Wir machen weiter. In der Kirche. In der Kirche umgebracht. Das ist scheißegal, Lukas. Das sind Schlechter. Was hast du erwartet? Jo. Ich weiß nicht. Die machen auch vor Kirchen nicht Halt. Ja, warum sollte man vor Kirchen auch Halt machen? Ist auch nur ein Haus. Okay. So, ich möchte nochmal gerne versuchen, den Kräuterkundler zu retten. Deswegen hier nochmal den Abschnitt neu geladen. Ich habe leider nicht mehr viel Feuer. Mir fehlt Schwefel. Das hier machen wir noch. Ich werde versuchen, wirklich auf den Salpeter zu schießen, der vorne ist. Und einfach mal gucken, was passiert. Der Kräuterkundler. Da war was. Das muss ich kontrollieren. Der Soldat hier nervt natürlich. Hier haben wir nichts wieder ab. So, komm, jetzt schnell zum Kräuterkundler. Vielleicht. Ich kannte diese Leute. Dann schau nicht hin. Ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir. Ihr habt sie ermordet. Ich will meine Frau sehen. Wenn Hör das mal, ist, es war ein verdammt langer Tag. Ja, haben sie umzingelt. Also ich kann auch. Nein. Ja, danke. Ich musste es tun. Vielleicht. Es ist sowieso zu spät. Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Auch so hat es nicht es geklappt. Ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ich versuch's ja, aber dank diesen Mistkerlen geht's mir wohl nur noch schlechter. Nein, 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 nein. Ist was Nützliches drin? Nein, lass mich doch mal die Kiste looten. Bist du deppert? Ich glaube, also ich krieg's gerade nicht hin, den Alchemisten zu retten. Den Alchemisten, den Kräuterkundler. Vielleicht ist es auch aussichtslos. Ich glaube nicht. Also es steht ja als Aufgabe, rette den Kräuterkundler und irgendwie ist dann danach alles im Arsch. Wie finde ich seine Werkstätte? Wir müssen sowieso raus. Ja, also, aber das... Jetzt mal ganz... Es gibt doch nicht so viele Möglichkeiten hier. Wenn ich den Soldaten hier hinlocke, hat man gesehen, dann steht der Alchemist... warum sage ich mal Alchemist? Dann steht der Kräuterkundler ohne... Einfach ohne Feuer da. Töte ich den Soldaten, steht der Kräuterkundler ohne Feuer da. Versuche ich ihn da hinzulocken, steht er auch ohne Feuer da. Also. Ich kann eine Brandbombe noch hier bei ihm durchs Tor gekommen. Die Werkstätte muss also irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja, gehen wir weiter. Wir gehen da vorne lang. Aber wenn man braucht den Kräuterkundler ja nicht um weiter. Also wir können ja hier trotzdem weiterspielen, aber. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Hier durch. Ich spiele einfach weiter. Ich glaube, ich habe davon jetzt nichts Negatives, dass der tot ist. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Krähen aufhängen war damals auch so ein Ding, ne? Nein, das ist er nicht. Sieht fast aus wie Flieder oder so. Keine Ahnung. Flieder ist auch lila. Aber trotzdem noch mit den ganzen Nebel und alles so atmosphärisch gemacht, oder? Ich find's schön. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Mach ich doch. Oh, keine lila. Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Lass mal hier oben noch hingehen. Hier bei dem Pilzbaum. Ah nee, das ist... Efeu. Das da können wir runterschießen. Aber nicht mit Feuer. Da komm, muss hier stehen.
Das ist aber nicht lila. Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. Bauchweh haben oder der Tee? Kamillentee ist halt auch nicht jedermanns Sache. Okay, wir haben Kamillentee gefunden. Das ist die zweite. Oh, das ist aber die zweite. Da habe ich jetzt noch keine ausgelassen, wie bei den Erinnerungen jetzt hier. Kamille! In der Natur ist diese Blume, was sieht diese Blume aus? Wie ein winziges Gänseblümchen. Genau. Das in den Feldern mit ihren weiß-gelben Blüten schmückt. Traditionell wird sie von Kräuterkundlern als wirksames Schlafmittel empfohlen. Schlafen auch, echt? Viele Glücksspieler wuschen sich früher die Hände mit Kamillentee, um damit Geld anzuziehen. Ja. Super. Das ist die Frau des Kräuterkundlers. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Mit der haben wir auf dem Markt gesprochen. Da hat sie ihre Pflanzen verkauft oder wollte sie verkaufen. Hier raufgehen? Nee, ne? Okay, nur das hier also nur für ein weiteres Sammelobjekt. Wobei, das da kann ich auch unterschießen. Wieso kann ich... Lässt mich gerade meine Schleuder nicht rausholen. Obwohl da oben... Das sieht doch auch so aus, da könnte man drunter schießen. Seht ihr das? Das leuchtet sogar. Oder ist das alles Kamille? Ja. Ich kann meine Schleuder nicht rausholen. Ist, glaube ich, egal, welchen Krug ich runterschieße. Ist einfach nur, um da Kamille zu finden. Kartengeräte. Ach, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Soldaten. Das musst du dir selbst ansehen. Zeit, also nutzt sie sinnvoll. Amicia kriegt einen Nervenzusammenbruch, wenn es so weitergeht. Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werd gehen. Ich schleich rein. Ich schaff es. Kriegt echt die... Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Ob das mal gut geht? Aber Amicia ist kurz vor einer Panikattacke, ey. Oder Nervenzusammenbruch. Was passiert mit mir? Okay. Schafft er das? Ich glaube, wir müssen ihm helfen oder retten oder später irgendwas machen. Der Kommandant hat auch eine fette Rüstung an. Kommt er zurück? Sie hat keine Geduld. Sie wird gleich gehen, oder? Nein, lass mich los! Oh nein. Sag ich doch. Ich wusste es. Ich wusste es. Alles klar. Mach. Schnell. Komm schon. Ach, shit, ey. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Hier sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen, Männer. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach, Lukas. Er lebt noch. Ihr Drecksäcke, na wartet. Die ganzen Selbstgespräche, die sie überführt und wie sie sich selber die Vorwürfe macht, ne?
Schon hart. Warum ist da Salpeter? Was soll ich denn damit? Ach kacke, das sind ja zwei hier. Den mit dem Speer habe ich gar nicht gesehen. Versuch den mal von hinten wieder. Lukas, hol den Nachtschatten. Hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Bring alle um. Nichts. Muss wieder weiter. Schneller, der ganze der andere kommt. Das waren die Heer. Och, Mann, Amicia, ey. Das hat aber, jetzt kann ich mich erst wieder bewegen. Wie lange das gedauert hat. Die sind irgendwo hier im Gras. Okay, sie wissen nicht, wo ich bin. Schwärmt aus! Sucht alles ab! Hat man die Schleuder in der Hand? Ja. Ich kann die da hinlocken. Das waren die! Garantiert! Jetzt gehen wir weiter. War das? Nein. Wollt ihr euch verstecken? Weiß, sie sind seid. Hier, ich sehe sie. Da kommt da einfach noch einer, ey. Ich dachte halt, die wären alle hinter mir. Ah, da kommt in dem Moment einer von vorne, Mann. Wo bin ich? Hat man auch echt gesehen, wie lange das dauert, wenn ich einen von hinten ausschalten will. Aber ich wollte das mal machen, um das auch weiter zu leveln hier, die Fähigkeit, wisst ihr? Schleichen und so. Da oder Angriff. Schleichen habe ich noch nicht ein bisschen Fortschritt. Sie sind hier drüben! Ja, genau, wer hat das denn jetzt gesehen? Und der andere, den kann ich nicht so ausschalten. Wieso hat man das ja nicht gesehen, der andere? Ich stand doch eigentlich ganz gut im Busch, dachte ich. Die hocken im Gras, sie sind erledigt. Schnell, schnappt euch die Eindringlinge! Okay, jetzt sind wir wieder versteckt. Schwärmt aus! Die können nicht weit sein! Die kriegen wir, keine Sorge! Ich muss da lang, ne? Ich muss da hoch. Schaffe ich das noch? Oh, Lukas, hol den Nachtschatten. Hau ab. Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Was wollen die Plünderer denn hier? Glaubst du, die suchen auch nach Medizin? So wie wir? Mistkerle, ich mache euch kalt. Hier! Oh, komm, ey! Er hat mich gesehen. Schon wieder. Au! Nicht immer ins Kreuz schmeißen, das tut weh mit so einem Wurfspeer, ey. Da kann also nicht hier hocken bleiben, das sieht er. Muss ich da hinten schnell was hinschmeißen. Ah, jetzt bin ich so weit weg. Sie sind dahinter, ganz sicher. Komm. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Ich glaube, ich muss hier irgendwo rein. Hier, die sind erledigt. Ich hab die Tür erreicht. Wer war bei dir, Junge? Spuck's aus. Na los, ein Bursche wie du kommt doch nicht allein hierher. Wenn du dich drehst, stirbst du. Bitte, lasst mich gehen. Sucht ihr mich? Den muss ich aber ausschalten. Geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab!
Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Sie macht voll jetzt so eine Ellie-Entwicklung durch, dass sie jetzt Leute einfach alle töten will. Ja. Da hast du... Aber meine Waffe ist halt noch ein bisschen zu langsam dafür, um schnell die Leute auszuschalten. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Ja! Jetzt! Ja! Ja! Puh. Ich kann das ein bisschen als Schutz benutzen hier, das ganze Zeugs. Alter, wo... Hockst du dich da jetzt hin, du Depp? Ja. Da hast du's! Okay. Ach Mann, ey. Der geht zu schnell. Ich wollte einmal im Kreis rum und ihn von hinten schnappen. Er rennt da einfach so schnell auch lang. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Ey, ich hab doch schon... Da. Ach komm. Alles Unterhaltung, Leute. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Daneben. Da! Da hast du's! Ja! Ja! Ach, komm nicht umdrehen! Siehst du, die können nichts, kein Grund Angst zu haben. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Eindringling, sie ist bewaffnet. Was machen jetzt mit dem? Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr. Ja, gute Idee. Gib mal das Ding hier. Ich hab nicht mehr so viele Beutel. Nur noch einen da vorne. Er weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, die kann ich nur von hinten vielleicht meucheln dann. Sobald er nichts mehr sieht. Also so. Und jetzt von hinten. Oh, jetzt ist der Kasten hier im Weg. Amicia im Blutrausch, ey. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Alter Schwede, ey. Was mit... Ich mach dich kalt. Du bist... Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Das sind echt zu viele, ey. Mehr kann ich jetzt nicht die Sicht klauen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Wir fangen einfach mal vorne an. Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's! Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Kam ja schon der mit dem Schild? Was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr. Ja! Ja! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben.
Ich mach dich kalt! Du bist tot! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Falsch! Du hast nur Angst! Mann! Aber die musst du ihnen einjagen! Ja, komm! Braver Hund! Alter Schwede! Braver Hund! Ein Kind mehr nicht! Ja, ein Kind, das euch kalt macht! Nur Geduld! Du bist auch bald dran! Hier drin! Ja. Wo es lang geht! Ja, kommt! Versucht's doch! Hört mal her! Ab jetzt bestimm ich die Regeln! Männer! Die Ehre der Armee liegt! Ja. Falsch. Rambo ist geboren, in Leute! Du bist tot! So gottverdammt tot! Nein, nicht noch einer mit Schild! Das ist einfach noch brutaler als Lara Croft, ey! Hey, hey, hey! Nicht zu weit gehen! Aber sie wird von den Soldaten halt auch unterschätzt. Ey. Kommt noch mehr? Oh, oi, jo. Jetzt du wirst meine Männer nicht töten. Das ist ein Problem. Deine Männer sind schon tot. Ich bin nicht fertig mit euch. Ja, weil sie halt auch nicht weggehen wollte, ne? Hätte sie ein paar ausschalten können und dann auf Lukas hören. Aber sie war halt im Blutrausch komplett durchgedreht. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Der Flegel, ey, den er hat, der ist richtig mächtig. Kommt raus. Mal an. Eure Schlingen warten. Dankeschön. Der Ritter, ey. Dieser riesige Flegel. Halt! Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du hast so. Männer getötet, die unsere Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle? Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Das hat gesessen. Stupefaccio. Keine Zeit dafür. Was? Ich habe keine Schleuder mehr? Die haben alles weggenommen. Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja. Ja. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Ein Dach. Da drüben ist ein Fenster. Vielleicht. Ein Fenster. Hier gibt's nichts mit, nicht mitzunehmen. Ich kann dir nicht folgen, Amicia. Kein Messer oder so? Dahinter ist ein Dach, Fenster, Lukas. Ja. Es muss sein. Die Tür ist dann hier nicht zugänglich? Abgeschlossen. Okay. Nein, wir dürfen nicht festsitzen. Oh, keine Messer, nichts hier einfach. Uiuiui. Ist das hoch? Bist du sicher? Geht so. Komm. Das ist aber nicht der Alchemieturm, wir sind schon wieder. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Ganz ruhig. Komm. Die haben uns halt wieder in die Stadt geschleppt vom Kräuterkundler-Wald aus hier, ne? Da, wo wir die Leute ausgeschaltet haben.
Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte, bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Da oben ist ein Soldat. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Okay. Oh, geschafft. Ich liege da fest. Ich will runter vom Dach. Bitte. Hat er Höhenangst? Sie konnten die Fertigung. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Ich hätte ihn von hinten auch... Ah nee, zum Würgen braucht man ja auch die Schleuder. Jetzt kann sie den hier. Nicht wegwürgen. Was ist das? Beschlagnahmtes Zeug? Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh. Oh nein. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Der Wagen, Amicia. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Das ist zu riskant. Ja. Hugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja? Den fetten Soldaten nennen sie das Biest. Passt ja ganz gut. Okay. Noch ein Soldat da vorne. Noch eine Wache. Aber ich kann hier lang schleichen. Links rum. Er bewegt sich nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, dann muss ich ihn da rein. Lukas, wirf das Stupefaccio. Wird gemacht. Achtung, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Das hat ihn ganz schön verwirrt. Und ein weiteres Fenster. Wow. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus. Aber guck dir mal die Aussicht an, ey. Wow. Da ist die Arena. Wir sind irgendwie da reingekommen in die Stadt, ne? Scheiße, die suchen die Leute. Aber ein neuer Tag bricht an, ne? Das ist der Sonnenaufgang, müsste doch sein. Die Nacht hatten wir ja rum. Aber hier sieht man aber, wie groß die Stadt an sich noch ist, ey. Heftig. Okay, Leute, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir müssen zurück zum Haus, zurück zur Mutter, zurück zu Hugo. Und auf dem Weg hoffen wir, dass wir dann noch den Nachtschatten irgendwo finden können. Und eine Schleuder haben wir gerade auch nicht mehr. Jetzt ist Schleichen angesagt. Also danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge.